So, heute fahre ich Traktor. Aber dafür müsst ihr jetzt erstmal alle verschwinden. Also nicht in den Ofen, aber in ihr Gehäuse. Das geht am besten so. Ja. Ja, nun geh mal, geh mal. Lauf doch mal. Einfach rein. Kennt doch das Spiel. Das sind aber nicht alle, oder? Nee. Selten ein bisschen wenig. 6 nur? Das ist nicht gut. Hier ist ja noch mehr. Das sind die neuen, die lassen sich nicht verarschen. Peekaboo. Nee, okay, nur die alten. 6 Stück. Ihr vier wird wahrscheinlich draußen bleiben, oder? Nein, du bleibst. Na. Hey. Komm, hier rein. Nein, du bleibst drin. Ihr sollt reingehen, ihr Schweinebacken. Los. Hier rein. Hier, nein, jetzt rein. Rein, 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 rein. Oh, ich bin ja echt überfordert. Hallo. Komm mal mit rein. Ihr hört auf, so einen Aufstand zu machen hier. Los. Komm. Alle rein. Alle rein. Komm. Ja, los, du auch. So, und jetzt hier. Da, schlagt euch. So, 3 helle, 3 braune, 3 schwarze. Sehr gut. Das ist ja ein Akt. So, die kleinen Neuen haben sich noch nicht daran gewöhnt, dass sie damit geködert werden können. Ich hoffe, die bleiben unterm Baum. Muss ich halt ein bisschen aufpassen. So. Der Plan ist wie folgt. Ich habe mir den Traktor ausgeborgt. Dazu gleich mehr. Und ich will die Einfahrt machen. Ich will die Einfahrt einmal scrapen. Einmal abschaben, dass dieses ganze Zeug hier alles wegkommt. Die meinen, also die Leute, die von dem Traktor Ahnung haben, meinen, das ist gut. Das kann man so machen. So, dazu fahre ich jetzt den Pickup von der Vereinfahrt runter. Bin ich echt gespannt. Ja, das ist nämlich wurde ja schon öfter mal irgendwie falsch von euch gefragt oder wiedergegeben. Das ist, der Traktor gehört der Gemeinde bzw. der Stadt oder dem Dorf, wie auch immer man das nennt. Und man kann den aber nutzen. Ich habe jetzt denjenigen gefragt, der damit normalerweise fährt. Beziehungsweise eigentlich habe ich mal jemanden gefragt, was ich mit meiner Einfahrt machen kann. Und dann kamen die gleich und sagten, ja, nimm doch den Traktor. Da habe ich gesagt, so, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Da zeige ich dir. Dann haben wir das jetzt gezeigt. Hat die Scrapebox hinten dran gemacht. Der hat so eine Schnellkupplung hinten dran. Und dann scrape ich jetzt einfach meine Einfahrt. So, das ist also vorher. Ja. Man sieht, hier ist nicht mehr so richtig schön gerade. Und das ist alles schon halb zugewuchert. Das weggekratzte hier, das ist noch vom Winter. Da ist der Traktor mit dem Schneefräsen-Dings, mit dem Schnee-Snowblower hingeblieben. Da und da auch. Scraper-Box ist einfach nur eine Kratzbox. Sage ich jetzt einfach mal. Gewichte drauf. Ein paar Klauen vorne dran. Hinten so eine
Ja, so eine Art Schneider. Ja. Hier riecht es gut nach Rauch. Und die Fahrer, die den nutzen, immer quarzen. Aber der Klimaanlage. Klimaanlage, Radio. Radio lasse ich mal aus, gibt wieder bloß Ärger. So, hoch und runter. Mit dem Teil kann man rechts und links kann man die Schaufel betätigen. Hoch und runter macht man das halt so. So, dann hat er hier den Schalter für hoch und runter für dieses Teil. Die Scrapebox. Hier hat er eigentlich nur die Gangwahl. Low, Medium, High. Hier gibt man Gas mit, also hier erhöht man die Drehzahl. Und dann hat man hier vorwärts und rückwärts mit einem Pedal. Los geht's. Ich drehe erstmal um. Schauen wir doch mal. Schlecht. Hey, ich fahr Traktor. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. So, kann sich doch schon sehen lassen. Jetzt versuche ich mal hier vorne das noch wegzukratzen. Jetzt, wo ich weiß, wie das Ding zu bedienen ist, traue ich mich da auch ein bisschen dichter ran an die Kante. Ja, hinten habe ich es nicht ganz gerade gemacht. Ich überlege noch, ob ich das gerade mache. Aber da hinten geht schon der Straßengraben los. Da wollte ich auch nicht zu weit reinkommen. Aber so sieht es irgendwie auch blöd aus. Ja, vielleicht kratze ich das noch weg da hinten. Und dann sieht das schon ganz gut aus. Hier ist jetzt auch ein bisschen breiter als vorher. Das ist auch nicht schlecht. Ja, schönes Teil. Mit allen Anbauteilen, mit Snowblowern, allem drum und dran. $70.000. Also nein, ich kaufe mir keinen. Heute war mal wieder Futterzubereitungstag. Sam hat jetzt wieder Futter für die nächsten 10 Tage. Und irgendwie habe ich mich total verschätzt. Da sind noch ganz viele Nudeln übrig und da ist noch 500 Kilo Reis übrig. Hier ist schon eine Schüssel mit Obst, Gemüsebrei, Reis, Nudeln und
ein bisschen Restfleisch für die Hühner und eine kleine Schüssel Goodies für die Streifenhörnchen. Yay! Vielleicht kriege ich sie mal auf Kamera. Eine Babyschlange. Sam. Sam. Lass die in Ruhe. Und Sam so, dachte du spielst mit mir. Ja, hallo. Peekaboo. Na, hat der Hunger? Ist nichts für euch, das wisst ihr aber. Hallo. Oh, glaub ich ja nicht. Komm, ich bringe euch hier noch was. Ich bringe euch was um die Ecke. Na, geht doch. Pepsi? Das schmeckt lecker, ne? Ach, Pepsi. Hey, Fanta. Die Getränkehühner. Pepsi, Soda und Fanta sind immer noch ein bisschen zickig mit den Kleinen. Die wollen denn immer alles wegfressen. Meine Frau sagt, ich soll ein Video machen. Mache ich jetzt ein Video, wenn mir der Schweiß in die Augen läuft. Wir haben irgendwie fast 30 Grad. Ich habe den halben Tag, vielleicht 2 Stunden geackert. Also den halben Tag für uns. Und fix und alle. Aber ich habe ein bisschen was geschafft. Heute ist Samstag. Gestern habe ich auch schon was gemacht.
Freitag, Samstag, Sonntag bin ich zu Hause. Vielleicht mache ich morgen auch noch was. Mal gucken. Und zwar, das ist unser Hühnerstall. Und das sind die Nestingboxen. Wir hatten hier immer so eine kleinen Klappscharniere dran, die man mit einem Karabiner sichern konnte. Ruhe da drin, ich rede. Und an jeder einzelnen Nestingbox hatten wir ein so ein Scharnier. Schau mal, hast du was zu sagen? Ach echt? Ah, okay. Ja, sorry. Ich störe, sagt sie. Ja, wie gesagt, so eine Scharniere. Und dann musste man halt im Winter bei minus 30 Grad ohne Handschuhe, musste man immer irgendwie diesen Karabiner auffriemeln. Dann dieses Metallscharnier irgendwie hochklappen, wo man dann manchmal schon festfriert. Das war mir alles irgendwie so wie bei dem Ding hier so, dieses Teil. Haben wir dann hier auch so mal dran gehabt. Und das hat mir nicht gefallen. Das war nicht gut. Jetzt habe ich die Dinger gefunden. Die habe ich mal vor Jahren irgendwann bei Amazon entdeckt. Ich meine sogar, die hatte ich auf der Wishlist und die hat mir jemand gekauft. Aber ich habe dann leider aus den Augen verloren, was ich damit machen wollte. Weiß ich bis heute nicht mehr. Aber gestern wiedergefunden und heute angebaut. Und das Projekt ist jetzt so easy. Man kann hier anfassen, egal welche Temperaturen, wie kalt oder wie warm. Macht das einfach auf. Macht die andere Seite auf. Und dann kann man alle drei Nestingboxen, ich vermute, da sitzen gerade welche drin, alle drei Nestingboxen gleichzeitig aufmachen. Und weil das ja alles so ein bisschen billig gebaut ist und ein bisschen, naja, schon ein paar Jahre steht, den einen oder anderen Winter überlebt hat, ist das alles nicht so richtig bündig schließend. Aber mit den Dingern ist es richtig schön zu. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Meine Güte. Die sind noch zickiger als Sugar, das gibt's ja gar nicht. So, und dann habe ich hier in der Garage gebastelt. Abgesehen davon, dass da jetzt ein reflektierendes Oversize-Zeichen dran hängt. Ich habe die Werkbank weitergebaut. Die fünf Schubfächer sind noch nicht fertig. Die sind noch nicht benutzbar, aber so ungefähr sollen die dann sitzen. Hier an der Seite habe ich dann meinen Werkzeugkoffer angebracht. Na, Verriegelung, super easy. Und dann habe ich hier so... Oh, mein Handy. Darf mein Handy nicht vergessen. Dann habe ich hier so das eine oder andere zusätzlich noch angebaut. Hier so ein paar für Schrauben. Da oben noch ein bisschen was für Holzbearbeitung. Und dann habe ich das so geordnet, dass alles, was so Holzbearbeitung und sowas hier ist, und was Sachen, die man im Winter vielleicht auch mal braucht, wie zum Beispiel ein Schraubenzieher oder ein Bandmaß oder ein Messer, die sind jetzt hier. Kommt man leichter ran im Winter, weil im Winter sammelt sich nämlich hier immer der ganze Müll. Dann kommt man hier nicht mehr ran. Ja, so sieht das jetzt hier aus. Habe die beiden Tische gleichzeitig wieder im Einsatz gehabt. Das funktioniert einwandfrei. Werkbank rausfahren und man kann die Tischsäge nutzen, das Ding rausfahren, ausklappen. Kann man die große Säge nutzen. Ah, es funktioniert alles richtig gut. Dann habe ich noch diese Ladestation hier, die habe ich ja schon länger. Die habe ich jetzt nochmal so programmiert. Wenn ich die einschalte, also wenn ich jetzt hier einen Akku laden möchte, mache ich einen Akku rauf, schalte ich die ein und dann geht das über mein Home Assistant System, geht ein 3-Stunden Timer an und nach 3 Stunden schaltet der automatisch den Strom wieder ab. Weil, mir ist das nämlich auch schon passiert, dass ich da einen Akku laden wollte, habe den vergessen und bin dann eine Woche lang unterwegs gewesen on Tour und die ganze Woche lang hat er den Akku geladen, beziehungsweise die war halt auf Strom, die war nicht aus. So. Schritt für Schritt geht es voran. Wenn ich morgen Lust habe, mache ich vielleicht sogar noch die Garagentore winterfest.